Ja. Gibt nichts Schöneres als ein kühles Bier am Abend. Ich hatte nach dem Essen vorhin schönes Weizen. Okay, Weizen ist nicht ganz so meins. Aber dennoch cool. Kam bei mir auch erst so in den letzten Jahren, so bei der Arbeit, dann so nach der Arbeit, so mit den Kollegen so öfter mal, dann irgendwie so, ach komm, probier's mal wieder Weizen. Und dann irgendwann hat sich's so. Oh, doch ganz toll. Seit Tagen sehe ich ständig nur wackelnde Miniröcke. Was? Es ist nicht lustig. Möchtest du uns von deinem Problem erzählen? Es geht um dieses eine vietnamesische? Ich glaube, vietnamesische Lied, ne? Ja, genau. Ja. Was? Das war, ich muss den bösen Namen bei TikTok tatsächlich irgendwie. Dieses Foto. Ach, ja, bei TikTok, ne? Dieses. Ja, genau. Oh genau. Gott. Wie ging das denn nochmal? Das Lied selber ist eigentlich ganz cool. War das Ding, wo die ganzen Frauen irgendwie so nach links und rechts wackeln und dann plötzlich ja, genau. Auch ihr Bein plötzlich einmal so rüberpacken und dann diese komische andere Bewegung da machen? War das das? Ja. Oh Gott, das habe ich tagelang nicht mehr auf den Kopf gekriegt. Das war grauenvoll. Ja. Oh, gut, dass ich da nicht mit alleine bin. Das Problem habe ich nämlich auch. Ich wollte schon lange mit jemandem drüber reden, aber keiner hat TikTok, den ich kenne. Weil mir so ein eindringlicher Beat aber mies im Ohr bleibt und ich dann halt eben wissen möchte, was das Ganze dahinter steckt, habe ich jetzt ständig dieses Lied. Ja. Also an sich finde ich es ja gar nicht schlecht, aber ich habe halt immer diese Weiber im Kopf, die dann dazu ihre Bewegung machen und ich denke mir so, warum? Wieso? Ja, genau. Nein, bitte. Bitte macht es einfach nicht. Es ist ja schön, wenn es Spaß macht, aber warum muss ich drunter leiden? So, warum tut ihr mir das an? Oh, da gibt es aber noch mehrere Sachen, die es da bei TikTok gibt, wo ich mir immer so denke, Leute, warum? Ich habe mit TikTok überhaupt nichts am Hut. Ich auch nicht. Ich habe es tatsächlich. Ich habe einen Account, ja. Ich auch. Keine Ahnung, seit ich es installiert habe, habe ich glaube ich einmal kurz reingewischt und habe mir gedacht, also da gibt es leckere Rezepte, aber das ist immer viel zu schnell, als dass man das nachkochen könnte. Also ich habe es mir eigentlich nur geholt wegen Leuten, die halt Bücher empfehlen. Das war der Grund, weswegen ich es gemacht habe, also wegen Spiele und wegen Bücher, weil ich da halt immer so zu gewissen Genres dann halt so deren Lieblingsspiele dachte ich so, okay, ja, ist ja mal interessant, vielleicht finde ich da ja was ich noch nicht kenne. Deswegen habe ich es mir dann geholt und auf dieser For You-Page denke ich mir dann so, warum zeigt ihr mir das? Das interessiert mich gar nicht, sowas habe ich mir nie angeguckt. Warum wird mir das vorgeschlagen? Was wollt ihr von mir? Und dann kamen halt wirklich irgendwann diese ganzen Trends, wo man sich dann so denkt, gut, okay, ja, die Lieder sind ja an sich ganz cool, aber was tut ihr da, verdammt? Was macht ihr da? Warum macht ihr solche Verrenkungen? Das tut doch nicht gut. Nein. Du dost not. Einfach nein. Und dann gibt es auch noch das andere Extrem, wo dann Tiere gequält werden, wo ich mir dann denke, Alter, warum schmeißt du jetzt die Katze vom Bett? Hat das einen Sinn? Ich meine, die arme Katze. So, lass doch die Katze einfach auf dem Bett liegen, lass sie schlafen. Warum musst du die jetzt wegpfeffern? Und dann wirklich so halb gegen die Wand schmeißen. So das arme Tier. Nee. Ich meine, hallo, geht's noch? Und das sind dann wieder solche Leute, die blockiere ich dann direkt und melde diese Videos, weil ich mir denke, Alter, was macht ihr mit euren Tieren? Schafft euch einfach keine an. Ich glaube, wenn ich das mit meinen Katzen machen würde, die würden mich nachts massakrieren. Hier ist eine Kiste. Da kannst du dir ein neues Item rausholen. Falls deins irgendwann mal abglow. Also, ich meine, nutzbar sein sollte. Dann geistert irgendjemand um. Hast du einen Herzschlag? Nee. Okay. Ich auch nicht. Ich habe immer Angst, dass es Killer sind ohne Herzschlag. Aber er hat Herzschlag. Ja, die sind fies, ja. Ich höre auf jeden Fall einen Generator. Ich sehe. Ach, da! Ja, da bin ich um, aber ich höre auch Herzschlag. Ja, ich auch! Ich auch! Und das ist wieder der Doktor!
Echt? Ist das wieder der Doktor? Ich ganz, ganz Ich hab die Illusion gesehen davon. Ich hab die Illusion, siehst du erst, wenn er dich einmal geschockt hat. Aber Herr Doktor. Okay, dann stand er tatsächlich da einfach nur rum und hat mich angesehen, hat aber nichts getan. Ja, der macht das sehr creepy. Ja, ich merk das schon. Er war nämlich, glaube ich, bei dir gerade. Generator, ist hier irgendwo ein Generator? Hallo? Ja, ist ja gut. Aha. Generator? Nein, hier ist kein Generator. Ich verwechsel den Generator von mir da oben. Hä? Er hat meinen Generator getreten. Jetzt guckt er in meine Richtung und jetzt geht er ganz langsam in meine Richtung. Gefällt mir gar nicht, ich renn weg. Ich bin schon wieder auf der ganz anderen Seite der Welt. Finde ich gut, dass er hier hinterher rennt. Weil jetzt ist er nicht mehr in meiner Nähe. Das freut mich sehr. So. Okay, der macht das wirklich sehr creepy. Ich mag das nicht. Das ist genau wie die meisten, die Michael Myers spielen. Die machen das auch richtig creepy und stehen einfach nur hinter der Häuserecke und beobachten einen. Ich sehe einen Generator. Ein Generator. Er sucht mich in Spinden, aber ich bin nicht in einem Spind. So, Toolbox Repair. Verdammt, das hat wehgetan. Egal, ich probier's nochmal. Er geht von mir weg, er geht vom Haus weg. Oh fuck, er kommt in meine Richtung. Also ich bin ganz weit ab vom Fluss. Toll, ich bin Stufe 1, ich hole nicht über. Er hat mich gesehen. Dieser Moment vor in einer halben Ewigkeit wieder so ein Event kommt. Nähe, aber ich bin. Nein, ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Ich bin. Wenn du ihn nicht siehst, sieht er dich auch nicht. Ja, doch, er hat mich gesehen. Ich hab mal Generator poppen lassen. Vielleicht kommt er zu mir. So. Generator ist fertig. Schnell weg hier. Hier ist der nächste. Okay, er ist nicht mehr in meiner Nähe. Glaube ich. Ja, ich höre nichts. Alles gut. Oh, verdammt, der kommt wieder mal her. Ich gehe nochmal kurz aufs Klo. Ja, ich sehe ihn. Er ist bei dem Häuschen mit den Schweinchen. Ah. Mit dem Lagerfeuer. Okay, dann ist er wenigstens nicht in meiner Nähe. Und er sucht mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mich sucht. Aber er rennt noch so ein bisschen hin und her. Er will einen Star aus dir machen, bin ich mir ganz sicher. Oh, er geht, glaube ich, in meine Richtung. Ich habe Herzschlag. Also, ich habe jetzt keinen Herzschlag mehr. Das heißt, ich kann hier raus. Ich laufe jetzt einfach mal ganz weit weg, weil ich weiß, dass ein... Hat mich nicht gesehen. Okay, hier ist zumindest der Ausgang, gut zu wissen. Es kann sein, dass er zu dem gerade gemachten Generator geht. Mhm. Also, ich habe ihn bisher nicht gehört. Oder gesehen. Also ich hält so ein bisschen Ausschau. Ah! Also wenn er nicht weit von mir aufschaut, dann weiß ich auch nicht, was bei dem los ist. Er ist bei mir in der Nähe, er geht an einem Generator vorbei. Ich sehe ihn auch. Warum sehen Sie ihn alle? Generator. Wo seid ihr denn bitte? Ich bin doch nicht Biest. Er rennt an mir vorbei. Ich hab den Generator in den Wald hinein. Jetzt habe ich einen Herzschlag. Jetzt kurz bevor ich den Generator fertig habe. Du kleines Wichs. Warte, ich mach mal ein Pferd, der kommt jetzt zu mir. Feuerwerk. Geh in die Hütte. Lass mich in das Ding rein. Nein, der hat mich gesehen. Du kleines. Ich hänge jetzt. Ich hänge. Hab ich schon mal erwähnt, ich hänge? Auf den Weg. Ja, häng mich in die Nähe vom Generator. Ja, genau, mach das. Nein, nicht am Generator liegen lassen, bitte. Nein. Was bist du für ein Killer? Ich bin glücklicherweise gerade beim letzten Generator.
Du Sau. Ja gut, ja, dann lass mich laufen. Okay, bin ich auch zufrieden mit. Was bist du denn für ein schlechter Killer? Ich glaube, ich würde fast behaupten, der kommt jetzt gleich in meine Richtung. Also ich bin frei. Der hat mich gerade angeguckt, aber irgendwie hat es nicht so interessiert. Ach, scheiße. Ich würde ja gerne meinen Generator fertig machen. Was, glaube ich, dann der letzte wäre. Ach, gibt es da mehr als die, die dort angezeigt werden? Oh, warte, gleich halte ich kurz. Ach, okay. Hey, ja. Ah, fuck, ihr habt mich gesehen. Er sieht mich, er rennt mir hinterher. Ich renne hinter ihm weg, ich renne einfach weg von ihm. Ich laufe da lang und du so, ah, fuck, er ist in meiner Nähe. Verdammt. Ich muss hier weiter geradeaus. Ich laufe hier wieder im Kreis. Alles in Ordnung. Ich weiß, dass du unten bist. Ich laufe da entlang und du auch und ich laufe wieder da entlang. Sind die bei mir beim Arzt, wenn ich eine Spritze kriege? Ja, ich erzähl mal ein bisschen was. Ich hab nämlich vorher Angst vor Spritze. Ne? Ah. Ja, okay. Wir kennen das Spiel. Ja, du machst dieses komische Ding und dann... Verdammt, wo bist du hin? Da unten bist du. Okay, oh, komm schon. Kann ich mir winken? Kann ich dir einfach zuwinken? Auf 1 oder 2 kannst du winken. Ach so. Ich hab's gleich, ich hab's gleich. Ach so, hier. Hi, hallo. Was ist 3? Ich hab's gleich. Okay, er guckt mich die ganze Zeit an und freut sich einen Keks. Ich freue mich auch einen Keks. Ich werde beachtet. Er spielt mit seinen Muskeln, glaube ich, oder irgendwie so. Manu, ich mache hinter ihm den Ausgang auf. Das ist gut. Also wir warten hier, ja, falls ihr hierher kommen so. Wollt. Nein, verdammt, jetzt, ah fuck. Nein, jetzt muss ich einmal wieder laufen, weil er gerade direkt hinter mir ist. Wenn du in meine Richtung kommst, kannst du auf den Map laufen. Komm in meine Richtung. Alles gut, nein, ich kann nicht zu dir. Doch, mach. Wenn du das rausspringst. Was? Er kommt hoch, er geht hoch. Sollen wir irgendwie helfen? Ja, dann bin ich gerade eben schon mal drauf reingefallen. Hallo. Wo ist er? Hallo. Ah. Ich bin voll im Mobile, was interessiert dich irgendwie nicht? Nee. Okay. Also du musst der Ausgang, davon ist der Ausgang. Du musst einfach nur an ihm vorbeikommen. Wir haben hier mal schreien hören, ist alles gut? Irgendwie hat er keinen Bock. Ah, jetzt hat er Bock. Ah, er hat Bock. Lauf, er hat Bock. Okay. Raus. Aber ich hab's geschafft. Ja, oh, okay, wir können raus. Linken. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier durchgekommen bin. Ich T-Pose aus der Map selber. Digi, lebst du noch? Ja, wir gehen zusammen durchziehen. Ja. Nein, weil du nichts gesagt hast, deswegen. Hab ich doch nicht. Ich bin ganz herkalt gelabert. Ich hab dich nicht gehört. Ja, nice. Ich habe dein zartes Stimmchen nicht vernommen. Mhm. Weil ich ja so zart. Oh. Okay, eine neue Belohnung erhalten. Sehr schön. Wie viel aus der Luft? Wie viel geholt, um was zu trinken? Hey! Stufe 27, sehr schön. Oh, ich bin Stufe 4. Ich mache Progress. Regenbogenkarte, was macht die denn? Okay, machen wir einfach mal. Da habe ich so viele Items für. Ich würde sofort eine Peter Griffin Version von dem Lied nehmen. Am 1. April einfach. Wir machen noch ein Live-Konzert von Peter und die Peters.
Oh super, ich habe ein Tier geunlockt. Was für ein Tier weiß ich nur noch nicht. Vielleicht ein Panda oder so. Ein Rotpanda wäre süß. Oh, ein roter Panda. Kommt der Killer so an, du wirfst einen roten Panda auf ihn drauf. Nee, dann lieber sowas wie so ein Frettchen oder so ein Marder oder so. Die haben wenigstens lange Krallen. Also für den Joke fände ich auch eine fauchende Katze schon witzig. So. Wollte ich gerade sagen, ich kann dir meinen Kater ausleihen. Salem, der würde da fauchen und kratzen. Der ist schon angsteinflößend genug, wenn er jemanden nicht mag. Gibt's den auch als Killer im Spiel? Ich versuche ihn noch zu integrieren. Okay. Dann integrier mal fleißig. Also ganz ehrlich, wenn Salem richtig schlechte Laune hat, ey, der kann zum Killer werden. Der kann echt zum Killer werden. Es gibt doch diesen neuen Killer, der einen Zwilling hat. Dann machst du einfach das Kind mit dir, dass du mit dem Kater rumrennst und dann lässt du den Kater so loslaufen und springt der Leute an. Oh, das wäre cool, das wäre cool. Ein Kumpel von mir vorhin, der Sio, mit dem wir ja auch schon mal gespielt haben, der hat mich vorhin gefragt, das wollte er eigentlich, dich Dufte und Diggi, wollte euch halt beide mal fragen, welchen Killer und welchen Überlebenden ihr euch allgemein aus Horrorspielen nochmal vorstellen würdet in Dead by Daylight, die es halt noch nicht gibt. Also ich habe zum Beispiel als Killer gesagt S, weil Killer, S als Killer wäre mega cool. Einmal, weil ich panische Angst vor dem habe und zum anderen, weil er sich auch in eine Spinne quasi, ne, umwandeln kann. Und das wäre so mega gruselig. Aber als Überlebender ist mir so gar keiner eingefallen, weil ich einfach keine Horrorfilme kenne. Bescheuert. Das Mädchen aus The Grudge. Ja! Nicht The Grudge, sondern aus The Ring. Einfach nur so total bescheuert. Einfach überall stehen Fernseher und dann kommt es dann rausgekrochen. Stimmt. Oh, warum ist mir das für nicht, also das ist allgemein nicht eingefallen. Da habe ich das Bild auf Facebook gesehen. Auch von, also, es ist Michael und er schleicht sich an. Nicht Michael. Nein! Kannst du mal aufhören, das Ding zum Explodieren zu bringen? Ja, ich habe eine Sekunde zu nochmal, hörst du jetzt mal auf, das Ding zum Explodieren zu bringen? Ich glaube, du keilst ihn in unsere Richtung, kann das sein? Ja, da kommt er, er kommt an! Scheiße! Hi, Diggi! Natürlich verfolgt er mich, ist das sein Ernst? Ach, dann ist ja gut, ich dachte schon, der will. Ja, nein! Lauf! Angesehen. Er dich auch? Nein. Nein! Naja, Scheiße! Er hat gesehen, wie ich in der Spinne. Der rennt an mir vorbei! Der hat sich darauf geachtet, dass ich im Spind bin. Oh, was hab ich denn für einen Lack? Ich trau mich nicht raus. Ist aber einer von euch? Der ganze Kill überhaupt. Er rennt auch gerade Diggi hinterher. Okay. Das ist gut. Ich baue hier weiter an meinem kleinen Modellbaukasten. Das ist nicht gut. Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung, ich meine natürlich. Oh nein, Diggi! Ja! Ich finde es gut, dass er neben mir steht, nicht im Generator, das interessiert ihn nicht. Oh, guck dich an. Ah, da hinten ist er. Oh, jetzt hat er Bock auf mich. Ich sehe ihn. Sieh ihn aus weiter Ferne. Ich hab ihn geblendet. Da hinten ist er. Also, nee, das Diggi. Bloß nicht in meine Richtung. Diggi, wo bist du? Oh, er ist in der Mitte, Er ist bei Harry Potter. Okay, er ist an mir vorbei. Hey, lass mich. Harry, was ist los? Hinter dir ist einer. Hinter mir ist einer. Bruder muss los. Mach gut, Rudi. Seh dich später. Weißt du was, Michael? Zieh deine verdammte William Shatner-Maske ab und verpiss dich. Meinst du, die Maske rettet auch die Welt, wenn er gerade schlafen ist? Ich habe keine Ahnung. Bist du noch bei dir? Was? Iggy, oder? Weil es hier auch liegen. Ja, der stiefelt gerade um mich rum und guckt, wie ich hier verblute. Ach so. Der alte Mistsau. Naja, kann ich den Generator wenigstens in Ruhe fertig machen, ne? Also ich verstehe. Ich meine, wenn hier kein Fernseher oder so ist, dann muss man halt eben andere Dinge angucken. So, erster Generator ist fertig. Um deine Frage zu beantworten, wenn ich mir als Held hier will, ist schon ganz klar, Chuck Norris, da hat keiner gegen Chance. Du siehst ihn nicht mal,
der Roundhouse-Kick trifft trotzdem. Echt mal, Michael Myers ist schon tot. Nee, Chuck Norris ist schon tot, aber der Tod hat Angst, ihm das zu sagen. Oh, super, ich bin genau hinter ihm vorbeigerannt. Ah, das ist Michael. Er kommt mir erst doch nicht. Er hätte mich eigentlich sehen müssen. Dankeschön. Bitteschön. So, ich geh mal wieder aufs Klo. Ja, eigentlich. Weg. Er ist bei mir. Was ist auf jeden Fall in meiner Nähe? Ich sehe nämlich Michael auch aus weiter Entfernung. Dann, Michael, helf ich dir mal hier. Ja. Yay! Danke, Harry. Bitteschön, jetzt bin ich wieder aufs Klo. Ja, du musst aber häufig aufs Klo. Ist weg von mir. Ja, das hat mit meinem Zauberstab zu tun. Ah, ist der verstopft. Er sucht ihn immer noch nicht. Nee, unkontrolliertes Wachstum. Er ist immer noch da hinten. Er geht auf jeden Fall nicht in meine Richtung. Haha! Das Fenster ist mein Freund. Oh oh, ich glaube, er kommt gleich zu mir. Nee, ist doch bei mir. Okay. Ja, der macht den Skeletor. Oh, ich sehe dich auf jeden Fall. Ich sehe dich und ich sehe ihn. Aber er sieht mich nicht. Nee, jetzt sehe ich nur noch dich. My heart. Okay, er ist auf jeden Fall ganz weit hinten in der Nähe von vom Haus in der Mitte. Ja. Toll, da sind wir. Ich mal ganz kurz Ich hab mir einfach die nächste Toilette gesucht. Also ich bin hier. Ach, Michael. Ich hab den Generator auf jeden Fall fast fertig. Ich hab Herzstege am Haus. Ja, ist hinter mir, ja. Ach so. Ich bin auf dem Weg. Oh, Michael, wir sind doch Freunde. Michi, was ist denn los? Michi. Er hat den Monster-Modus. Lauft! Was hat er? Er hat One-Hit-Modus aktiviert. Oh, nee. Okay. Ist das gut? Nein, das ist schlecht. Er haut dich ja mit einem Schlag aus den Schuhen. Ja. Also für ihn ist es gut, ja. Ja, für ihn ist es sehr gut. Er braucht nur noch einen Schlag. Für jeden. Okay, wann geht er wieder aus? Oh, das hören wir. Das ist, wenn die Melodie nochmal so ein bisschen trauriger kommt. Oh, da kommt er. Ja. Oh, Diggi! Was denn? Ecstasy. Ist das dein Ernst? Auf alle. Was denn? Der verfolgt doch eh nicht dich. Also heul doch nicht rum. Ach, da hinten läuft da gerade irgendjemand. Ah, Mensch, zwei Leute werden von ihm gejagt. Ja, ich habe mich gerade versteckt. Ich habe einen Generator fast fertig. Das ist gut. Also noch, wer schon mal Bock hat, Richtung Ausgang zu gehen. Wird dir gleich angezeigt, aber ich glaube... Ich bin in der Nähe von einem Ausgang. Von 3, 2, 1... Okay. Also ich stehe direkt an einem Ausgang. Ja, ich hab's verhauen, aber... Gut. Ich bin noch direkt bei Diggi, also... Okay, ich gehe ganz kurz in Spind. Ich habe irgendwelche Krähen über meinem Kopf. Ich gehe nicht mehr in Spind, weil du zu lange im Spind warst wahrscheinlich. So. Er geht zum Ausgang. Er kommt zu mir. Oh. Lauf, Chess. Oh, stimmt, jetzt sehe ich ihn. Oh Mann. Ich gehe zum anderen Ausgang. Nimm Aidaria. Nein, ich hab mich hinter Felsen versteckt. Mich nimmt er nicht. Nein? Er ist hinter dir her. Okay. Du bist die Obsession. Och Mann, warum ist der so schnell? Ach, ich bin schneller, haha. Ich hab's gleich. Er rennt um die Hütte? Er ist um die Mitte herum. Kannst du mir kommen? Die Tür geht gleich auf? Ja, bei mir auch. Tür ist auf. Sekunde. Er kommt um die Hütte? Ja, okay. Ich muss raus. Ich muss raus. Wo war denn der Ausgang? Hinter dir. Hinter mir? Ach, da. Hier. Wo? Oh, da. Ach so. Es soll halt so schäbig aussehen. Ach so, sowas wie die Weihnachtsdekoration und hier dann halt eben so Killer-Dekoration. Ja, genau. Es soll halt wirklich richtig nach dem Zuhause des Killers aussehen. So richtig heimisch. Heimisch. So mit ein paar Blutflecken und ein paar Zeitungen. Das ist jetzt schon ein bisschen polarisierend. Das heißt also, jede Messi-Wohnung könnte ein potenzieller Killer sein. Ja. Killer der Hygiene. Kümmer mich. So, Generator, wo bist du? Oh, ich bin auf einem Spielplatz, das ist ja schon mal... Na. Gut, einen Generator auf der Straße möchte ich eigentlich ungern, aber...
Gut, okay. Na verdammt. Weißt du, welcher Killer es ist? Nein, ich weiß, welcher das ist. Das ist dieser komische, der sich unsichtbar machen kann mit der Glocke. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ach, er. Ja, ja. Der Geist. Er ist auf jeden Fall an mir vorbeigelaufen und hat mich Gott sei Dank aber nicht gesehen. Er ist direkt hinter uns, Diggi. Ja, ich hab ihn gesehen. Ja, warum bist du hinter mir her, du Kleiner? Warum denn hinter mir? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, aber ich oder was? Ja, du warst ja schon am Generator, sag mal. Ist hier noch irgendwo? Ich höre ihn. Harry Potter zaubert das Ding. Ich traue mich nicht, hier wegzugehen. Wingardium Leviosa. Und das heißt Leviosa. Das heißt Leviosa und nicht Leviosa. Leviosa. Oh, stop. Oh. Wer kennt ich höre Herzschläge. Also ich kann zumindest sagen, was hinter mir her ist. Dass der Killer aber nicht gerade schlau ist. Das kann ich also auch. Ich kann sagen, der Keller ist sehr gemütlich. Oh, hier unten ja, im Keller ist auch. Das stimmt. Gemütlich ist er. Ist auch ein Generator. Ja, das kann ich gerade leider. Scheiße! Er hat meine Taktik erkannt. Ha! Ja, schlag das Gebüsch, genau. Laufen ist immer eine gute Taktik. Ich spiel gerade mit ihm Katze Maus. Er hat keinen Bock mehr. Sieht schön aus. Ja, er hat echt keinen Bock mehr. Wer guckt einfach zu? Der hat keinen Bock mehr. Ich bin beim Generator Melke. Nein, der hat echt keinen Bock mehr. Der lässt mich laufen, weil er keinen Bock mehr hat, mit mir Katze Maus zu spielen. Haha, wie geil ist das denn? Hi, Diggi. Hi. Ich muss. So, alles klar. Ah. Oh, gut zu wissen. Das heißt, wenn er wiederkommt, musst du einfach vor ihm hinrennen, dann hat er keinen Bock mehr, geht dir nicht wieder. Ja, sozusagen. Also ich habe es eben ganz gut geschafft, habe ihn durch, einmal im Kreis gelenkt und er hatte irgendwann keinen Bock mehr, im Weg zu fangen. Er ist dann einfach abgehauen, obwohl ich direkt vor ihm stand. Aber ich habe noch kein Glöckchen wieder gehört, also scheint noch sichtbar zu sein, oder? Ja, also zumindest war er eben noch sichtbar, als ich ihn gesehen habe. Ich glaube, er ist auch nicht gerade der schlauste Killer, würde ich sagen. Oh, ich höre ihn. Ich sehe dich auf jeden Fall. Ich bin hinter dir. Nee, wir hören ihn, das Grummeln. So kurz vom Ende. Aber eigentlich ist das nur mein Magen, weißt du? Ja. Ah, Generator, hi. Ist das, den man alleine machen kann? Ja. Generator, my old friend. Generator, ciao. Also, der war schon länger nicht mehr in meiner Nähe. Ha. Also ich höre ihn auch gerade nicht. Weder Grummeln noch sonstiges. Ist der irgendwo? Hat denn irgendjemand gesehen? Also bei mir bisher nicht. Nee. Ich bin also in einem Haus. Ich hab keinen Herzschlag oder irgendwas. Ich geh mal vorbei. Ist er vielleicht frustrierend weggegangen, weil er mit Aldaria die ganze Zeit im Kreis gelaufen ist? Er hat sich einfach in der Ecke gesetzt, hat keinen Bock mehr. Oh, das eigentliche Monster ist Aldaria, sie bringt selbst den Killer zum Heulen. So wie zum welchen Killer hättest du gerne, DBD? Jetzt steht's best. Naja, ich schaff's ja auch, dass Killer mich zum Ausgang tragen. Jo, stimmt, das hat man auch. Oh, voll mies. Weißt du, andere werden getötet, mich trägt der Killer zum Ausgang. Ich habe jetzt letztes Überleben, also von daher, das war schon echt nice. Ja. So, ihr könnt zum Ausgang. Oh, hi, ich wollte gerade helfen kommen. Ja, alles gut. Hallo, Harry. So. Also ich bleib dabei, der hat keinen Bock mehr. Oder er wartet am Ausgang auf uns. Nein, beim da Ausgang, ist er.
Beim einen Ausgang, der bei euch in der Nähe war, war er nicht, da war ich kurz. Hallöle! Ich sehe dich immer noch. Mach mal die Tür auf. Mach mal auf, ja! Er hat zumindest keinen Bock, mich zu fangen, während wir hier einmal Händchenklein spielen. Da läuft irgendjemand an uns vorbei. Ich bin nicht. Hallöle! Okay, er kommt zu dem einen Ausgang. Welcher ist offen? Bei uns. Ja, bei uns. Ja, das ist sehr sinnvoll. Ja, der eine, der hier leuchtet. Er kommt! Ah, hier läuft gar nicht. Der Geist kommt! Okay, er ist bei uns da hinten. Noch mal an. Ach, da ist er ja auf. Lauf, der kommt echt. Okay, dann weiß ich, welcher Ausgang. Das guckt uns traurig nach. No. Weißt du? Ich hab sogar ein Tränchen gesehen. Aha. Können wir noch spectaten? Oh ja, wir können noch spectaten. Jetzt können wir noch. Ja, aber nicht mehr lange. Ja, schon. Boah, ist die langsam. Teilchen. Ach, der war ja, ja. Oh, hoppala. Doch, war. Ich dachte, du bist wirklich zu Weinen gebracht. Gut, dann danke für deinen Follow. Schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Alles gut bei dir? Und meine Kätzchen fliegen wieder durch ein Bild. Durchs Bild. Bild. So.